Abgerissen. Hallo Leute, heute gibt es mal wieder was aus der Rubrik Fehlerbehebung bei der E-Klasse W211. Irgendwas ist doch immer. Einen Tag nach der fehlerfreien Hauptuntersuchung ging mein Kofferraum auf einmal nicht mehr auf. Das Fahrzeug meldet verschiedene Fehler. Nummernschildbeleuchtung ohne Funktion, dritte Bremsleuchte ohne Funktion. Eine kurze Internetrecherche ergab, dass es sich hier um einen gängigen Fehler handeln könnte. Das Massekabel im Bereich des Gelenkes vom Kofferraumdeckel bricht wohl bei diesem Fahrzeugtyp. Die Reparatur ist eigentlich keine große Sache. Ihr müsst die Verkleidung im Kofferraum auf der linken Seite entfernen. Dann gilt es, den Fehler zu finden. Dazu habe ich die Kabelschutzhülle entfernt. Im Übrigen, das gelb umwickelte Relais ist bei euch nicht vorhanden, das stammt von meiner Rückfahrkamera. Da ist die Bruchstelle. Zur Reparatur habe ich einen Lötverbinder benutzt, eine sehr praktische Erfindung. Schrumpfschlauch mit etwas Lötzinn. Ihr braucht den Verbinder nur aufstecken und mit einem Heißluftföhn erwärmen. So, nun noch die Verkleidung wieder dran bauen und schon sind wir fertig mit der Reparatur. Wenn das Video hilfreich für euch war, dann lasst doch einen Daumen hoch zurück und schaut euch auch mal die anderen Videos auf meinem Kanal an.